feinster Bio-Tee. Die besten Ernten der Welt aus nachhaltigem Anbau. Dieser Tee schmeckt nicht nur gut, er sieht auch unverschämt gut aus. Und er riecht auch so. Bernhard Koller und Armin Wagner haben ein Händchen für Tee. Sie haben Rooibos, Grün- und Schwarztee eine Chiemgauer Note verpasst. So, dann probieren wir mal. Ja, lecker. Sehr gut. Der ist einfach was für die Gastro. Also der ist nicht so säuerlich. Perfekt. Gute Note. Perfekt. Sehr gut. Mittlerweile gehören zum Sortiment über 50 Teemischungen. An jeder einzelnen tüfteln die beiden so lange, bis sie schmeckt. Danach bekommen die Kreationen bayerische Namen. Die Schäne Leni gehört ebenso zur Biotique-Familie wie die geschammige Camilla. Auch ungewöhnliche Mischungen mit Weinlaub oder Olivenblättern sind im Angebot. Die Biotique-Idee entstand vor 5 Jahren. Wir sind ja schon seit längerem, sage ich mal, in der 4- und 5-Sterne-Hotellerie unterwegs und haben uns das ein oder andere angesehen und irgendwann ist uns eingefallen oder ist aufgefallen, sage ich jetzt mal, viele Privatleute haben zu Hause eine bessere Teeausstattung, als wie man heute in der Top-Hotellerie vorfindet. Und da ist der Gedanke gekommen, wo wir gesagt haben, ja, jetzt machen wir was anderes, jetzt bieten wir den Tee mal an, wie er eigentlich sein sollte. Also unsere Idee war, dass wir eine Station entwerfen, eine Teestation am Frühstück und dass man einfach von der Haptik und von der Optik, also Tee, einfach anders wahrnehmen kann, als wenn man vielleicht sonst wahrnimmt, wenn er irgendwo in verschlossenen Beuteln oder sonst irgendwo ist. Das Konzept ging auf. Mittlerweile beliefern Armin Wagner und Bernhard Koller mehrere 100 Hotels im deutschsprachigen Raum. Zunehmend finden ihre Teemischungen aber auch in Russland, Frankreich und Tschechien ihren Weg an den Frühstückstisch. Hier wird der Tee für den anspruchsvollen Gast zum Erlebnis. Ein Rezept für Tee ist das eine. Das andere ist das für den Erfolg. Unser Erfolgsrezept, glaube ich, sind wir beide. Sage ich jetzt mal, da wir wahrscheinlich anders sind wie alle anderen. Da in der Firma sehr viel Herzblut drin steckt. Hier schlägt das Herz der Firma. Aus der alten Mühle ist eine Ideenschmiede geworden. Am Firmensitz von Biotique in Traunstein entstehen nicht nur neue Teekreationen, sondern auch neue Konzepte. Zurzeit arbeitet das Team an der zukünftigen Verpackung. Das ist genau das Ausschlaggebende, weil in den alten Verpackungen hat man nie gesehen, was für Produkt wir innen drin haben. Aber noch sind die alten Tüten im Einsatz. Kleinere Bestellungen bis 500 Päckchen werden von Hand abgefüllt, verpackt und beklebt. Währenddessen kümmern sich im Erdgeschoss der alten Mühle Mitarbeiterinnen um den Versand. Hier verlassen auch die Bestellungen aus dem kürzlich eröffneten Online-Shop das Lager. Die großen Aufträge hat Biotique vor 2 Jahren ausgelagert, weil die Nachfrage irgendwann zu groß wurde. In den Chiemgauer Lebenshilfewerkstätten füllt eine Maschine den Tee für die Großabnehmer ab. Mitarbeiter kontrollieren den Ablauf und bereiten die Ware für den Transport vor. Das soziale Engagement in der Region gehört zur Firmenphilosophie von Biotique. Wir sind aus der Region und das ist unsere Heimat. Und so viel bei uns eigentlich die Region gibt, weil wir hier gern sind, wollen wir natürlich was zurückgeben. Und es ist ja auch ein Miteinander. Uns zwar geht es sehr gut, wir haben ein gutes Geschäft am Laufen, wir sind auch sehr fleißig, natürlich tun wir was dafür. Aber es gibt auch Leute, die nicht so gut dran sind wie wir. Und das ist ganz wichtig, dass man sowas mit unterstützt. Biotique unterstützt die regionale Wirtschaft. In Seebruck zum Beispiel entstehen die Bretter, die die Teegläser am Frühstücksbuffet präsentieren. Uraltes Holz kommt dabei zum Einsatz. Angeben mit ihrem regionalen Engagement wollen die beiden Geschäftsführer aber nicht. Viel lieber machen sie anderen Mut, gute Geschäftsideen umzusetzen. Man muss einfach dranbleiben an der Sache und an seine eigene Unternehmung glauben. Einfach einmal was riskieren und ausprobieren. Wir zum Beispiel sind sehr unkonventionell an die Sache rangegangen. Also, wir haben uns zum Beginn unsere Altholzstationen gepackt, haben ein Muster unter den Arm genommen und sind zu zweit einfach zu den Hotels gefahren. Und haben einfach an die Rezeption, haben die Gläser aufgerissen, haben die Leute am offenen Tier riechen lassen und haben damit ja auch was riskiert. Auch mal selbst eine Tasse des eigenen Tees genießen, dafür bleibt Armin Wagner und Bernhard Koller nur wenig Zeit. Sie sind viel auf Achse, tausende von Kilometern im Jahr. Wer so viel unterwegs ist, der lernt seine Heimat erst recht zu schätzen.
im bayerischen Fernsehen gibt es, glaube ich, immer das, da bin ich daheim oder so ähnlich. Wenn man das dann so ansieht, dann sage ich, da sind wir daheim. Das ist meine Heimat. Und vielleicht ist es auch diese Heimatverbundenheit, die man braucht, um Tee aus exotischen Ländern die bayerische Würze zu verleihen.